Hallöchen, ich bin's Anita vom Chandler Anita Girl Entertainment und in diesem Video nehme ich dich mit auf einen Ausritt. Los geht's! Und los geht der Ausritt, heute bei super schönem Wetter, aber bei Minusgraden. Da ist eine Frage von Kuibri6. Wie lange reite ich schon? Und zwar seitdem ich 8 Jahre alt bin. Da eine Frage von Snapgirl Pia 9. Was war das erste Pferd, das du jemals geritten bist? Und zwar, das müsste ein Shetland Pony. Na, warte mal, das war der Schimmel. Der hat Jimmy geheißen, ist mir bei der allerersten Reitstunde auf den Fuß getreten. Zweite Reitstunde war eine Schimmelstute, so eine Shetland-Schimmelstute, die hat Sissi geheißen. Und die hat mich dann runtergeworfen. Was da genau passiert ist und wie ich da, ich bin auch im Steigbügel hängen geblieben, das zeige ich dir und erzähle ich dir in meinem Draw My Horse Life Video. Frage von Jelly-MK, wann wird Rubiel eingeritten? Und zwar, wenn sie alt genug ist, momentan ist sie ja erst 2. Denise Candy schreibt, warum lässt du die Eskader nicht befruchten? Weil dann hast du ja auch was von ihr empfohlen. Ja, aber ich habe schon 4 Pferde. Was mache ich denn jetzt auch mit einem 5. Wenn man HFIB bei Haflinger einfach die süßesten sind, finde ich. Welcher war dein schönster Moment mit Pferden, schreibt Livia-Candy. Mein schönster Moment war, als die Rubiel auf die Welt gekommen ist. Es war einer der ärgsten Momente meines Lebens. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Da bist du auch bei der Geburt dabei, ich habe das nämlich auch mitgefilmt. Und bei so einer Pferdegeburt und Fohlengeburt dabei zu sein, das ist was ganz Besonderes. Rubineska geht gerade auf Freestyle irgendwo rum, weil ich lasse sie jetzt gerade hingehen, wo sie möchte. Das ist eigentlich auch ein lustiger Ausritt. Das Pferd bestimmt, wo es hingeht. Also ich habe die Zügel nicht in der Hand, weil ich habe die Kamera und das Handy in der Hand. Aha, so, wo geht's da jetzt weiter? Naja, okay, jetzt merkt ihr, da geht's nicht weiter. Ja, jetzt schaut sie mich fragend an. Ruhe, ich muss die Frage ja noch beantworten. Und zwar, wohin der Rubien jetzt genau hinkommt und wo er hingekommen ist. Und zwar zu meiner Trainerin ins Allgäu. Und meine Trainerin bekommt einen neuen Stall. Der wird dann so ab Herbst 2017 dann fertig sein. Aber dazu gibt's noch alle Infos im nächsten halben Jahr. Also da gebe ich dir, sobald was Fixes ist, gebe ich dir rechtzeitig Bescheid. So, Ruby. Wo magst du jetzt hin? Jetzt fragt sie mich so, okay, wo wollen wir jetzt hin? Jetzt sonnen wir uns einfach hier mal ein bisschen. Nächste Frage von bmichelle90. Was war das Gefährlichste, was du schon mal alleine oder mit den Pferden gemacht hast? Ich glaube, das Gefährlichste war, wo ich runtergeflogen bin. Das war eigentlich das Gefährlichste. Ich war mit meiner Freundin unterwegs, bin auf der Eskader gesessen. Und ja, Eskade ist im Galopp einfach so stehen geblieben. Meine Freundin ist in so einer Wasserlacke, durch so eine Wasserlacke galoppiert. Bin ich runtergeflogen und ja, musste dann ins Krankenhaus. Also das war, glaube ich, das Gefährlichste. Nächste Frage. Anita, darf ich fragen, wie man dir Sachen schicken kann? Zum Beispiel ein Halfter oder so irgendwas. Christina, danke vielmals, aber ihr müsst mir wirklich nichts schicken. Ich bekomme so viele nette Sachen von euch geschenkt, aber ich habe ohne Witz ein leichtes Gewissen. Und mir denke, ihr könnt das Geld ja für eure Sachen selber ausgeben. Also mal sehen mit deinem Taschengeld und so. Wenn du sagst, okay, du möchtest gerne den Hoodie kaufen oder das Trainingsbuch kaufen, was ich rausgebracht habe, da hat zumindest ein bisschen einen Sinn, weil da hast du auch was davon. Also du hast den Hoodie in der Hand oder du hast dann das Trainingsbuch. Aber wenn du mir was schickst, hast du ja gar nichts davon. Also ich finde das super lieb, musst du aber wirklich nicht machen, gell? Cute Cutter fragt, hey Nita, meine Fragen. Erstens, was ist dein größter Wunsch oder mein größter Traum? Ist mit ihr und mit der Eskada oder nur mit ihr mal am Meer zu reiten, am Strand. Das wäre mein allergrößter Traum. Was ist eigentlich für ein hässliches Teil, was da vorne die ganze Zeit steht? Das passt überhaupt nicht ins Bild, aber okay. Und die zweite Frage ist, was willst du alles mit deinen Pferden erreichen? Also ich möchte erreichen, dass ich meinen Pferden nach wie vor so ganz entspannt und gechillt ausreiten gehen kann. Die Ruby da jetzt einfach mal in der Gegend herumsteht, obwohl es ja nicht gehen könnte, aber wir wissen ja nicht wohin. Und ich würde halt so gerne Geschicklichkeitsturniere meinen Pferden gewinnen. Wobei, das habe ich mit Eskada und Rubineske auch schon gemacht, aber halt auch mit den Babys mal. Also Rubien und Rubiel, wenn die mal eingeritten sind. Und so ein kleines Springturnier fände ich auch ganz nett. Aber das ist noch in weiter Ferne und da haben wir noch ganz viel Zeit und keinen Stress. Da fragt Julia9, hey Nita, warum kommt der Rubien weg und kommt er wieder zurück? Ja, der Rubien kommt wieder zurück und zwar kommt er zu meiner Trainerin zum Anreiten. Princess.diva08 fragt mich da,
wird Rubien dann dorthin fliegen oder fahren? Das wäre es ja, wenn ich den Rubien irgendwo in seinen Flieger oder sowas verfrachten müsste. Nein, wir werden dahin fahren, aber Pferd im Flugzeug, das wäre schon was, oder? Ich habe mal solche Dokus mal gesehen auf YouTube, musst du mal googeln. Das ist total spannend. Schrissel 18 fragt mich da, welche Rasse ist Rubinesca? Und wenn du ein Pferd, egal welches, gratis bekommen würdest, welches wäre es und welche Rasse? Also Rubinesca ist ein Oldenburger, genauso wie meine anderen zwei, Rubien und Rubiel sind auch beide Oldenburger. Der Eskade ist ein Haflinger. Und wenn ich ein Pferd, egal welches, gratis bekommen würde, ich glaube, ich würde mir auch nochmal einen Oldenburger nehmen. Ich bin halt voll der Schimmelfanatiker, also ich würde mir so einen Apfelschimmel nehmen und am liebsten einer, der halt ganz spät erst hell wird und so ganz lange dunkel ist, die gefallen mir eigentlich am besten. Ich krieg so unfassbar viele und ganz super liebe Nachrichten auf mein Handy, auf Snapchat und sowas. Es freut mich voll. Ich wollte an dieser Stelle noch einmal ganz kurz Danke sagen. Auch auf Instagram und ganz viele Kommentare lese ich auch auf meinem Zweitkanal, auf meinem Vlog-Kanal. Also wenn irgendwas dringend ist, dann schreib mir auch am besten dort, weil dort lese ich es noch am ehesten. So, und dann müssen wir da rüber, okay? Schau mal, ob sie den Weg von selber findet. Es bleibt spannend. Yay! Der Schatten der Bäume schaut doch irgendwie cool aus, gell? Es hat halt Minusgrade, ich bin komplett eingepackt. Wie man jetzt gerade sehen kann. Ich habe auch dann richtig geile Themen Pulli drunter an. Das ist halt wirklich warm und sehr angenehm, ohne dafür jetzt Werbung zu machen. Jedenfalls fragt sie da, ob das wirklich für immer die allerletzten Tage vom Rubien in dem jetzigen Stall sind, wo der Rubien halt eben bei meinen Stuten halt eben ist. Nein, für immer nicht. Er wird auf jeden Fall wieder zurückkommen. Gott sei Dank, ich freue mich schon. Ruby bahnt sich weiter ihren Weg. Leider hat meine GoPro... Okay, auf den Baum. Leider hat meine GoPro gestreikt, deswegen filme ich jetzt mit der Handkamera und deswegen ist es im Galopp und im Trab und so ein bisschen mühsam. Aber dafür zeige ich dir die Schrittsequenzen, wir sind vorher schon ordentlich gefetzt. Und das, weißt du, was ich auch am liebsten mag, wenn ich im Wald bin? Weil ich arbeite ja tagsüber, ich habe einen 40-Stunden-Job, ich arbeite ja bei Krone Hit. Und wenn du ein bisschen mehr von meinem Alltag sehen möchtest, dann folg mir am besten auf meinem Zweitkanal oder auf Snapchat. Und das ist das Schönste, ich arbeite ja da in Wien in der Stadt und wenn ich dann jetzt aufs Land dann wieder rauskomme, zu meinen Pferden jeden Tag. Okay, gut. Ruby sucht sie den Weg aus, also ich lasse sie da jetzt mal alleine gehen. Dann ist es das Schönste, wenn du so im Wald bist und dann so richtig tief einatmest. Richtig so. Und du saugst halt einfach so die Natur auf. Es klingt ein bisschen Oma-mäßig, aber ich mag das ja total gerne, wenn ich dauernd immer irgendwas in mein Gesicht geschlagen bekomme. So, das wird jetzt wieder spannend. Ah, okay, wir bleiben am Weg. Und kriegen jetzt gleich wieder das ins Gesicht. Ich vertraue der Ruby komplett. Also ich habe da irgendwie keine Sorge. Und wenn was ist, habe ich sowieso sofort die Zügel in der Hand. Aber ein schöner, entspannter Ausritt. Und genau das, weil mich ja so viele fragen, was dazu mein größter Wunsch ist. Genau das ist mein größter Wunsch, dass ich das dann eben auch mit meinen Babys und sowas erlebe. Also mit Rubiel und Rubien, wenn sie alt genug sind. Anita, ich wollte dich fragen, was du eigentlich so für Musik hörst. Ich bin nämlich voll der Musikliebhaber und ich würde das echt interessieren. Hab dich lieb. Dankeschön. Welche Musik ich höre? Ich höre super gerne meine Lieblings-DJ und zwar Sad. Da war ich auch mal auf einem Konzert, da habe ich dich auf meine... Upsi, bist aber ordentlich gestolpert, Ruby. Da hat sie sich, glaube ich, selbst auch gerade schreckt. Da ist sie gerade so runtergestolpert und dann fand sie sich was so... da habe ich dich auf meinem Zweitkanal auch mitgenommen. Sad ist also mein absoluter Lieblings-DJ und was mag ich denn noch gerne? Alan Walker finde ich auch ganz cool, Sing Me To Sleep, Martin Garrix finde ich auch cool mit. In The Name Of Love, total, also das ist aktuell gerade ein cooles Lied. Calvin Harris mache ich auch total gerne. Also ich bin eher so der DJ-Fan. Okay, Ruby ist, glaube ich, nur am Stolpern. Aber gut, hier ist ja auch voll das Sumpf. Und ganz viele Blätter liegen auch da drüber. Also ist sie entschuldigt. Und für Stolpern kann man ja nichts. Gell, Herzi? Und was ich auch total gerne höre, ist Kanye West. Das ist halt so Black, mache ich auch total gerne. Und oh Gott, Justin Bieber höre ich auch total gerne. Und zwar die aktuellen Nummern finde ich total schön. Also mit Major Lazer oder mit DJ Snake und sowas. Und Sorry von... Warte mal ganz kurz, Ruby. Nicht da. Oh man.
Sorry von Justin Bieber finde ich auch mega gut. Das ist einfach so ein unfassbarer Ohrwurm. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, was so dein aktuelles Lieblingslied ist. Falls irgendjemand gerade auf der Suche ist nach coolen neuen Liedern, dann kann man da so ein bisschen in den Kommentaren so rumstöbern und ein bisschen schauen. Oder welchen Radiosender hörst du total gerne? Oder welche Playlist auf Spotify hörst du gerne dann? Schreib mir. Und ich bin halt, was ich auch mega liebe, ist auf Spotify irgendwelche Boyband-Playlists einzugeben. Und zwar war ich ja voll der Spice Girls Fan und der Backstreet Boys Fan. Und das mache ich auch total gerne. So wieder durch den Dschungel. Von Paul337-Y habe ich die Frage bekommen, ob ich, nachdem es ja so einen Trend gibt, 24 Stunden bei IKEA zu sein oder 24 Stunden bei McDonald's oder sowas, ob ich nicht auch 24 Stunden im Reitstall mal sein möchte oder mich da über Nacht einsperre. Was ist denn das für eine lustige Videoidee? Ich weiß nicht, Paul. Danke vielmals für die Nachrichten. Vielleicht aber auch nicht. Oder was sagst du dazu? Schreib's mir gerne. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lust auf noch mehr Fragen und Antworten? Dann klick am besten hier jetzt. Da habe ich dir noch ein paar zusammengestellt. Und das Video musst du unbedingt anklicken. Unbedingt noch abonnieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Und lass mir noch eine Bewertung da mit einem Daumen rauf oder runter, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.